Vendetta tested. Vendetta tested. Vendetta tested. Eure Games. Vendetta tested. Vendetta tested. In 15 Minuten. Eure Games. Herzlich willkommen bei einem weiteren Video noch zu Hardline. Das ist jetzt das, lasst mich nicht lügen, dritte Video. Und wir testen jetzt mal The Heist. Oder nur Heist. Also der Überfall. Und es geht wohl darum, dass Polizisten einen Banktransport, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Stadt kutschieren müssen, von einem Ort zum anderen. Und die Terroristen müssen diesen Banktransporter da irgendwie aufhalten und die Kohle klauen. Wir gucken mal. So. Los, lass uns. Herr Vendetta, haben Sie schon ausprobiert, eine Waffe zu kaufen? Nee, ich hab mir Waffen gekauft, also. Aufsätze, so. Aufsätze. Komm in meine Karre, dann kannst du schießen, Mann. Ne, ich lade noch, bei mir dauert das immer ein bisschen länger. Ah, komm in meine Karre, okay. Dann wirst du bestimmt der hier vorne sein, ne? Setup Break-In. Was, von hinten? Ja, von hinten. Oh. Ach, der steht schon daneben, oder ja, was? Der, klasse. Der kam gerade. Das wusste ich ja nicht. Das war ja ein Versuch, wir hatten schon fast auf. Ja, nehmen wir Moped, komm. Spring auf, Digga. Nee, bin jetzt in ein Auto eingestiegen. Egal. Ich komm mir die jetzt von hinten. Was ist los? Ich bin aus der Zone gefahren. So. Oh, da komme ich nicht hoch. Oh Gott! Wie kann ich denn Außenperspektive mir angucken? Na ja, gut. Nee, Ponne. Nee. Es geht. Nichts. Und selbst? Ja, wir spielen gerade Hardline. Oh, ihr seid so hart. Ja, schon. Habt ihr so schnell runtergeladen? Hast du es noch nicht jetzt? Naja, wenn es 8 GB sind, nee. Was ist denn los, ey? Breaks up. Wo konnte der denn nicht weiterfahren hier? Oh, scheiße. Ich habe den Sprengstoff angebracht, aber jetzt kommen die Hoden und wollen das verhindern. Ja, dann müssen wir zu zweit sein, sonst klappt das nicht. Fährst du Muscle Car? It's all yours. Ja, genau, ey. Gegen 2 oder was? Klasse. Hätten wir uns mal ein bisschen besser absprechen können. Bin da. Komm, spring bei mir rein. Können wir hier einfach so ein Auto nehmen oder? Da sind sie, da sind sie. Ah. Wo denn? Oh, geht's noch hoch, bitte, bitte, bitte. Oh, haben sie wieder gedefft. Penner! Okay, aber ich hab's verstanden jetzt. Okay. Spring bei mir rein. Nur die Gegner fallen nicht so schnell um. Nee, das stimmt. Achtung! Die sind doch schon da. Abspringen. Fick dich! Ich muss dann mit dir hochgejagt, ey. Ich glaube, ich nehme mir einfach einen Sniper und schieße dich aus der Entfernung weg. Das sind drei, Alter. Das sind drei Penner. Oh, scheiße, Zeug. Ich bin gerade bei dir rein. Ah, ne. Wir haben jetzt wieder einen. The Player.
Alle tot? Nein, da lebt noch einer. Oh shit! Ich muss mich da erst dran gewöhnen an diese Sniper wieder. Ich dachte gerade, ich habe eine AWE in der Hand. Hä? Wie sieht man denn das, ob das jetzt gelegt ist oder nicht? Nee, das man muss doch eh drücken, oder nicht? Nee, musst du gedrückt halten. Irgendwann sind die Typen runtergelaufen. Oh, oh, was ist denn hier los? Ja, wir sind zu weit. Ich weiß. Du hier der Fahrer? Ja. Ja. So. Oh, da hinten läuft schon einer. Oh, da schießt auch schon einer. Einmal den Kopf gekriegt. Alter! Was ist das für ein scheiß Gewehr? Alter, das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn hier los? Ja, genau, ey. Keine Muni mehr. Hey, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier abgeht. Boah, fuck! Weißt du, was hier noch abgibt, Pseudo? Alter, das Server ist auf einmal ratzepatze voll! Trifft gar nichts mehr. Das hier. Steht doch da. Ich weiß jetzt aber nicht, was es heißt. Protect the carrier. Ja, der trägt. Sollten wir protecten. Your team stole all the loot. Also wir haben jetzt gewonnen. Jetzt müssen wir verteidigen. Camper. Hm, alles klar. So, jetzt bin die ganze Zeit reingelaufen. Jetzt will ich mal wissen, wie wir verteidigen können. Also ich finde die neuen Spielmodi schon geil, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man die hätte als Add-on für sag schon. Battlefield 4. Yes, Sir. Für Battlefield 4 hätte bringen können. Ja.
hätte schon mal drin sein müssen. Dafür, dass man 110 Euro gezahlt hat. Australien, Niederlande haben was? 2-3 gespielt? Ach, du ahnst es nicht. Teilweise. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ich habe 1-4 getippt. Habe ich 5-0 getippt? Ich guck mal, was du getippt hast. 0-5? Nee, du hast 1-2 getippt. Naja. Und das gut getippt. Ja. Und wer hat noch gut getippt? Ne, sonst hat keiner so gut getippt. Doch! Die Frau vom Kevin. Kevin! Und in 4 Minuten geht, was ist das? Spanien gegen, ist das Chile? Oder China? Ski, die Abkürzung ist Ski. Was ist das? Ah, ich hasse das, so gehe ich lieber auf die Website. Und Ponna, hast du es schon? Hallo? Ponna, was ist eigentlich los bei dir? Soll ich das in 10 Minuten downloaden, oder? Wo ist deine Kompetenz? Wir sind 4 Leute, wollen wir eigentlich CSGO gleich? Juhu! Jetzt sofort. Ey, eine Runde machen wir jetzt noch, Markus und ich müssen verteidigen. Wer? Ja, dann können wir auch eine Runde CSGO machen. Ey, das dauert nur 10 Minuten hier. Nein. Ey, hier dauert es auch nur 10 Minuten. Dein Arsch dauert 10 Minuten. Ja, es ist Chile. Brecht ab. Habt ihr keine Punkte. Spanien, Chile. Okay, hab ich getippt, Gott sei Dank. Doch, ich will wenigstens mal noch die andere Seite kennenlernen. Von diesem Modi hier. Damit ich wenigstens mal alles hab. Homo-Seite oder was? Alter. Lutschst du eigentlich deinen eigenen Schwanz oder den von deiner Frau? Ja. Die Detlef heißt. Wo sind ja hier hin? Wo müssen wir denn hin? Ah, da vorne. Haut rein, Jungs. Fliegt den Scheiß selber. Was ist ein Krieg hier? No homo. Oh, das war ja wohl nichts. Der ist sowas von tot. Alter, wo denn? Der kam da gerade hochgerannt. Pisser. Die sauer waren, da saßen 4 Leute oder 5 Leute in meinem Helikopter und die Kneipe als Pilot ausgestiegen. Aber es sollen lieber Leute fliegen, die es können. Echt Axt. Wann will denn der hier landen? Hallo. Wo kommen die denn, wenn wir hier stehen? Hallo, dreh dich mal, du Penner. Der Pilot ist ausgestiegen.
Pisser. Wie, ich habe mich selber gefrackt. Wie geht das denn bitte? Die haben auf meine Granate geschossen. Leute, warum sind wir eigentlich nicht mehr in einem Team? Weil ich nicht mag. Das glaube ich mit dem Schiff. Er redet doch gar nicht mehr. Nee, er sagt nee, ich höre auch nicht. Warum sind wir nicht mehr in einem Team, Pisser? Weil er kein Teamplayer ist. Nee, das ist er nicht. Das ist er doch, er redet nicht mit dir. Ich weiß gar nicht, wo ihr redet. Wir schicken uns Raben. Oh, Moment, ich mach leise. Ja, warum machst du das denn auch immer so laut? Ich hab's auch laut genug, dass ich TS verstehe und das Spiel. Das Problem hast du immer bei Battlefield. Das ist eine Behinderung. Aber es ist schön. Er ist behindert. Ja, er ist total behindert. Geistig wie körperlich. Ich glaube, Menschen mit so kleinen Penis, die kriegen auch schon behindert aus. Ich und meine G36 sind fleißig. Junge, bleib mal ruhig. Hast du gerade Minimum? Ja. Und du bist der peinlichste Typ da gerade. Du bist? Nein. Ja, genau, ey. Okay. Ah, das Ziel ist hier irgendwie nicht mehr so. Ich finde, dass das Zielen hier besser geht. So. Loot returns. Doch, es läuft besser als bei 4. Also ich treffe gut. Du solltest mal auf die G36 wechseln. Die ist richtig geil. Das ist hier Krieg gerade. Krieg! Bei S und ohne I. Wie schnell explodiert eigentlich ein Auto? Der Quatsch. Ah, er hat die Scheiße verloren, weil er ins Auto gestiegen ist. Wo müssen die das hinbringen? Er wurde überfahren, es liegt hinter dem Transporter. Was? Scheiße, ich habe den Single Shot eingestellt. Wie geht eine A da? Out. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Nö, ich muss einfach nur in der Nähe der Tasche sein. Ja, ja, nur in der Nähe von der Tasche sein. Hey, got a medkit for you.
Make it! Okay, die Tasche ist wieder weg. Ist die Tasche natürlich wieder oben. Heute, ey, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Jawohl. Also, meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein mit einem ersten Einblick auf Battlefield Hardline. Jetzt habe ich euch... Ja, ich vergesse mal, wie das heißt. Ich wollte jedes Mal wieder sagen Battlefield 4. Battlefield 4 Hardline. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Danke, Pseudo. Und ob es sich zu kaufen lohnt. Ich bin mir nämlich selber noch nicht ganz sicher. Also ich finde es sehr, sehr geil. Deswegen brauche ich euren Rat unbedingt. Brauchst du nicht. Ich finde es sehr, sehr geil. Und ich finde es auch gut, dass es halt nicht mehr 64er-Server sind, sondern dass das Maximum bei 32 angelegt ist. Mehr wäre auch zu viel für diese Städte. Ja, ihr habt jetzt genug gesehen. Schreibt in die Kommentare, was der Pseudo gesagt hat. Und haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ponne darf es auch Tschüss sagen, auch wenn du nicht ciao, da warst. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Geht doch. Nutte.